So, wir sehen hier einen Balken, gelagert durch eine Festloslagerung. Und darauf haben wir eine Streckenlast mit einem konstanten Wert Q0. Die Streckenlast Q0 hat natürlich die Einheit Newton pro Meter. Und die Vorgehensweise ist die, dass wir diese Streckenlast in eine resultierende umrechnen und ersetzen. Das heißt, diese Festloslagerung, die kennzeichne ich hier noch einmal so. Ja, das wäre dann A, das wäre dann B. Und jetzt kommt der Clou der Geschichte. Wir müssen halt diese resultierende durch, diese Streckenlast durch eine resultierende ersetzen. Die nenne ich halt ganz einfach R. Und die Vorgehensweise ist halt ganz einfach die, dass wir sagen, dass diese resultierende die Summe ist von diesen unendlich vielen kleinen Kräften dF, die hier wirken. Und dF ist dann natürlich nichts anderes als, schreibe ich hier vorne mal hin, die Summe dieser ganz kleinen Kräfte dF, die ich hier vorne habe, ist dasselbe wie meine resultierende. Und die Frage ist, wie kann ich dF ausdrücken? dF kann ich natürlich dadurch ausdrücken, dass ich hier unten so eine infinitesimale Länge verwende. Wenn ich hier eine, da oben steht sogar, sehe ich gerade, pardon, in x-Richtung eine Laufkoordinate verwende. Das heißt, dx mal diesen Streckenlastwert, den ich hier vorne habe, kann ich dann ganz einfach durch dF ersetzen. Das heißt, dF wäre dann nichts anderes als Q, was habe ich hier, Q0 oder Q von x, kann ich das vielleicht auch direkt hinschreiben, mal dx, was hier vorne steht, das entspricht meiner resultierenden. Und da kommt dann raus, wenn ich das da drunter schreibe, Integral ist dann Q0 mal dx und wir integrieren über der Länge von diesem Balken, also 0 bis L. Dann sehen wir, dass Q0 hier konstant ist. Ja, wir können das Q0 dann vor das Integral direkt setzen. Das mache ich hier, dann spare ich mir eine Zeile und das entspricht gleich meinem R. Und wenn ich das jetzt hier dann ausrechne, dann kommt hier unten natürlich direkt raus. Das Integral von 1 ist x, die obere Grenze minus die untere Grenze liefert mir dann ganz einfach Q0 mal L ist genau gleich meine resultierende R, die ich hier vorne sehe. Und jetzt sehe ich Folgendes, das Q0 mal L ist nichts anderes als der Flächeninhalt genau von dieser Streckenlast, die ich hier oben sehe. Sehen Sie das? Das ist ganz einfach der Flächeninhalt. Jetzt ist die Frage, wo greift diese Kraft R hier an? Und dafür brauche ich natürlich noch einen Angriffspunkt. Ich wähle als Bezugsebene hier ganz einfach dieses Lager A. Oder wenn ich sage, dass hier der Ursprung des Koordinatensystems X liegt, dann liege ich genau hier. Das wäre dann ganz einfach mein XR. Und ja, das mache, schreibe ich dann hier unten hin. Der Angriffspunkt ist dann nichts anderes als ein Momentengleichgewicht, das ich hier dann aufstelle bezüglich der resultierenden. Ja, also auf der rechten Seite ist dann ganz einfach R mal x, was ich hier vorne habe. Das schreibe ich einfach als xr mal r hier vorne hin. R ist der Flächeninhalt von der Streckenlast. Und auf der linken Seite habe ich dann hier genau unendlich viele kleine Kräfte dF, die alle entsprechend einen Hebelarm x haben. Also ist x mal diese Kraft dF oder diese Kräfte dF, die ich hier vorne habe, unendlich viele. Wenn ich die summiere, ist das natürlich ein Integral über der Fläche dF, die ich hier sehe. Wir wollen den Angriffspunkt XR natürlich wissen. Fragezeichen. dF ist hier bei uns bei dieser konstanten Streckenlast ganz einfach Q0 mal dx. Das Q0 kann ich wieder vor das Integral setzen. Und dann steht hier Q0 mal das Integral x mal dx. Integriert über der Länge des Balkens, das war, glaube ich, dann genau gleich L. Ich dividiere dann direkt noch durch die resultierende R, die ich habe, die nichts anderes als dem Flächeninhalt entspricht. Also Q0 mal L. Sehen Sie, kann ich QL hier schon rauskürzen. Dann bleibt XR auf jeden Fall übrig. Und dann, wenn ich das Integral hier oben dann bilde, ich mache das mal hier auf der rechten Seite vielleicht, schreibe ich hier hin, dann habe ich ein bisschen weniger Platz. Und dann steht hier x Quadrat.
Ja, halbe ist die Stammfunktion von x, dann setze ich die obere Grenze ein, dann steht hier 1/2 mal l Quadrat minus die untere Grenze ist natürlich gleich 0, dividiert durch l. Und dann kann ich hier l Quadrat und l rauskürzen und es bleibt genau 1/2 mal l übrig. Und dieses 1/2 l, was Sie hier sehen, ist nichts anderes als genau der Schwerpunkt von dieser Streckenlast, die wir hier vorne sehen. Also ist das hier oben genau, verläuft dieses R, was wir hier sehen, genau durch diese Streckenlast, die wir hier vorne haben. Jetzt möchte ich die Auflagerkräfte hier ermitteln. Das mache ich dann der Vollständigkeit halber nochmal, indem ich dieses Bild, was ich hier habe, nochmal rauskopiere und dann zeige ich Ihnen, wie man die Aufgaben löst. Das macht man so. Das hier kann als bekannt vorausgesetzt werden. Diese Vorgehensweise, dass genau der Flächeninhalt einer Streckenlast genau der mechanisch äquivalenten resultierenden entspricht. Diese beiden Systeme sind mechanisch absolut gleichwertig äquivalent. Und der Angriffspunkt verläuft immer durch den Schwerpunkt der Streckenlast. Und das heißt, wenn ich jetzt die Auflager bestimmen möchte, das habe ich hier, die Auflagerkräfte. Dann würde ich das so machen. Ja, Sie brauchen nicht die Integration durchführen. Das, was ich hier gemacht habe, können Sie als allgemein bekannt voraussetzen. Hier ist nochmal die Aufgabe. Sie machen am Anfang ganz einfach, tragen Sie die resultierende ein. Das würde ich so machen. R. Dann schreiben Sie hin, der Flächeninhalt ist genau Q0 mal L, den Sie hier sehen. Und jetzt würde ich das System freischneiden. Das machen Sie dann so. Ich mache das hier mit diesem Tool. Schneid hier durch A durch, nehme die Geometrie hier nochmal mit, gehe hier durch B, gehe komplett drumherum, mach das dann so. Hab hier meinen Freischnitt gemacht. So, jetzt trage ich hier meine Lagerkräfte ein. Das war hier bei dem Festlager AY. In X-Richtung wäre das AX und hier das Loslager. Die Loslagerkraft ist B. Das Koordinatensystem ist XY. Der positive Drehsinn ist gegen den Uhrzeigersinn. Und jetzt ganz einfach haben Sie drei Gleichungen und natürlich drei Unbekannte für dieses allgemeine Kräftesystem, sodass Sie hier ganz einfach über Summe der Kräfte in X-Richtung gleich 0 gleich AX haben. Daraus folgt, dass AX gleich 0 ist, wie Sie sehen. Hier wählen Sie dann natürlich Summe der Momente. Dann können Sie direkt eine Unbekannte ermitteln. Also zum Beispiel Summe der Momente um den Punkt A ermitteln Sie direkt B. Wenn Sie Summe der Kräfte wählen, haben Sie zwei Unbekannte, eine Gleichung, deswegen das können Sie machen, müssen aber dann ein bisschen mehr rechnen, wenn Sie danach Summe der Momente dann um einen Punkt wählen. Ich wähle hier Summe der Momente um den Punkt A und jetzt dreht natürlich bezüglich meinem positiven Drehsinn diese resultierende der Streckenlast negativ und zwar mit dem Hebelarm L halbe, sodass das Moment der resultierenden bezüglich dem Punkt A ganz einfach Q0 mal L ist, das entspricht der resultierenden, mal den Hebelarm und der Hebelarm ist zum Quadrat dividiert durch 2. B dreht entsprechend positiv, der Abstand oder der Ortsvektor von A nach B senkrecht ist natürlich die Länge L. Sie drehen den Ortsvektor in B rein, das ist dann wie gesagt positiv, dreht die Kraft von B, das Moment von B bezüglich dem Punkt A positiv mal B. Sie können dann durch L dividieren oder kürzen, sodass Sie hier rauskommen, dass B nichts anderes ist, wenn ich den Term jetzt auf die andere Seite bringe, als Q0 mal L dividiert durch 2. Wenn Sie jetzt Summe der Kräfte in Y-Richtung wählen, dann haben Sie AY plus B minus die resultierende natürlich, Y zeigt nach oben positiv, haben Sie Q0 mal L. Hier B ist bekannt, sodass Sie diese Gleichung nach AY auflösen können. Und dann sehen Sie, wenn R Q0 mal L entspricht und AY nimmt genau die Hälfte auf mit Q0 mal L halbe, B nimmt genau die Hälfte auf, dann muss AY die andere Hälfte aufnehmen, sodass hier Q0 mal L halbe rauskommt. So lösen Sie die Aufgaben. Sie setzen bei den Aufgaben voraus, dass Sie den Schwerpunkt, dass Sie den Flächeninhalt kennen. Der Flächeninhalt von einer Streckenlast entspricht der resultierenden und die resultierende verläuft dann natürlich durch den Schwerpunkt in Streckenlastrichtung. Das ist das, was Sie hier mitnehmen.